Wenn ihr plant, euer System frisch zu installieren oder Windows häufiger installieren müsst, dann kann es hilfreich sein, einen Teil der Installation zu automatisieren. Microsoft bietet hier verschiedene Optionen. Die am benutzerfreundlichsten ist mit Hilfe einer XML-Datei, die einfach auf den fertigen Installationsdatenträger kopiert wird. Also zum Beispiel auf einem mit dem Media Creation Tool erstellten USB-Stick. Diese XML-Datei heißt Auto Unattend XML und enthält einige Informationen zu der Installation. Hier kann beispielsweise die Sprache eingestellt werden, die Windows-Version, die installiert werden soll, und man kann sogar einen Key eintragen. Zunächst müssen wir ein Installationsmedium erstellen. Hierzu kann man das von Microsoft bereitgestellte Media Creation Tool verwenden. Wie man einen solchen Installationsdatenträger erstellt, zeige ich euch in einem anderen Video. Einen Link hierzu findet ihr im Infobereich und in der Videobeschreibung. Um nun eine solche Auto-Unattend-Datei zu erstellen, können wir einige der zahlreichen Anbieter im Internet verwenden. Ich benutze diesen hier. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wir öffnen die Seite über den Browser unserer Wahl und können hier nun einiges einstellen. Beispielsweise die Sprache, welche ich hier auf Deutsch einstelle. Die Prozessorarchitektur belasse ich auf x86 und AMD 64. Die Option zum Formatieren des Systemlaufwerks stelle ich auf manuell. Das heißt, die Installationsroutine zeigt uns hier wie gewohnt die Einstellung zur Auswahl des Datenträgers und zum Partitionieren an. Als Windows-Edition wähle ich Pro aus. Das führt dazu, dass automatisch ein Produktschlüssel für diese Windows-Version eingetragen wird. Hierbei handelt es sich allerdings nur um einen sogenannten generischen Schlüssel. Ihr müsst Windows später mit einem richtigen Schlüssel aktivieren. Wenn ihr nicht sicher seid, welche Version ihr installieren werdet, dann wählt einfach manuell aus. Die Installationsroutine fragt euch dann, welche Version ihr installieren möchtet, bzw. fordert euch auf, einen Schlüssel einzugeben. Unter Benutzerkonten können wir ebenfalls Vorgaben einrichten. Hier werden zwei lokale Konten eingerichtet. Zum einen ein Admin-Konto und noch ein weiteres Konto, dessen Name ihr hier entsprechend eingeben könnt. Das Passwort wird automatisch auf Passwort gesetzt. Hier allerdings die englische Schreibweise. Das könnt ihr später in der fertigen XML-Datei oder nach der Installation in Windows direkt ändern. Wenn ihr nicht möchtet, dass Konten automatisch erstellt werden, dann wählt hier einfach manuell aus. In diesem Fall fordert die Installationsroutine euch auf, ein entsprechendes Konto anzulegen. Unter Express Settings können wir wählen, was mit den ganzen Datenschutzeinstellungen passieren soll. Mit der Einstellung Focus on Privacy wird alles einfach deaktiviert. Ihr könnt natürlich auch alles einschalten oder ihr wählt auch hier manuell aus. In diesem Fall könnt ihr die Einstellungen während des Setups von Windows vornehmen. Die Option Focus on Privacy ist eigentlich eine sehr gute Wahl. Okay, das waren die wichtigsten Elemente. Es gibt noch einiges mehr einzustellen, wie ihr in der Liste ganz unten seht. Hierauf gehe ich aber nicht ein. Nachdem wir nun alles so eingestellt haben, wie wir es möchten, klicken wir auf Download File, um die fertige XML-Datei herunterzuladen. Nun ziehen wir die heruntergeladene Datei direkt in das Hauptverzeichnis des USB-Sticks.
Am Ende sollte es bei euch etwa so aussehen. Wir sind jetzt bereit, mit diesem USB-Stick zu installieren. Sobald wir von diesem USB-Stick starten, wird die Installationsroutine die Informationen der Datei automatisch auswerten und alles Vorkonfigurierte automatisch einstellen und oft sogar die Optionen dafür überspringen. Beispielsweise werden die Datenschutzeinstellungen gar nicht mehr angezeigt, wenn ihr Focus on Privacy gewählt habt. Und das war es im Grunde auch schon. Ich zeige euch jetzt noch in abgekürzter Form, wie eine Installation mit dieser Datei aussieht, werde aber hier nichts weiter kommentieren. Falls ihr das nicht mehr sehen möchtet und abschalten wollt, dann vergesst nicht, das Video zu liken und zu kommentieren, wenn es euch gefallen oder sogar geholfen hat. Und damit sind wir nun tatsächlich am Ende angelangt. Wie bereits zu Beginn erwähnt, ist eine solche Datei zwar eine feine Sache, lohnt sich aber vermutlich nur in bestimmten Situationen. Wenn ihr einfach bestimmte Dinge während der Installation von Windows 11 umgehen wollt, dann empfehle ich euch jeweils den für die Situation passenden Workaround. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.